diesjährige kulturelle und gastronomische Programm des Oktoberfests wurde im örtlichen Kulturzentrum von der Deutschnationalen Selbstverwaltung Bayern veranstaltet. Nach der deutschen Show der Schulkinder aus Olas folgte die Produktion der lokalen kroatischen Tanzgruppe und dann betrat der deutsche Chor aus Hasad die Bühne. Im Chor singen mehrere Generationen gemeinsam. Also unser Chor singt jetzt schon zusammen seit Jahren. Wir singen auch eher öfter Kirchenlieder, aber wir nehmen ganz gerne solche Anlässe auch an, wo wir auch die deutsche Volkslieder singen können. Wir haben natürlich deutsche Volkslieder mitgebracht, ungarn-deutsche Volkslieder, aber wir wissen, dass in Bayern auch viele Ungarn leben. Deswegen haben wir auch natürlich die traditionellen ungarischen Volkslieder auch mitgebracht. Also für mich ist das unheimlich wichtig und meine Kinder gehen auch in deutsche Schule. Sie sind zweisprachig aufgewachsen und sie singen auch oft mit im Chor. Und mein Vater hat auch die Musik gemacht, also eigentlich die ganze Familie macht bei uns damit. Ich bin schon seit vielen Jahren da drin und mir gefällt diese Bande und ich mag sehr, sehr die Lieder da drin. Wir tun jeden Tag Deutsch sprechen. Im Surgeting gibt es sowohl einen traditionellen Chor als auch eine Tanzgruppe, deren Auftritte immer ein großer Erfolg sind. Die Karaschice Tanzgruppe wurde vor 6 Jahren gegründet, um das Erbe der vorherigen Gruppen fortzusetzen. Seine Mitglieder sind lokale Freiwillige, die bei Veranstaltungen in Surgeting bei der sozialen Arbeit helfen. Ja, genau heute habe ich getanzt mit der Surgetinger Tanzgruppe. Ich musiziere seit 1982 mit Trompete, Tenorhorn, Basstrompete, Bariton. Habe ich Tuba auch probiert. Ja, und habe versucht mit Knopfharmonie auch. Aber momentan spiele ich mit Blasinstrumenten. Das ist so schwer wie alles andere. Muss man einfach machen und dann kommt es einfach. Geht. Nach den Tänzern konnte sich das Publikum am Akkordeonspiel von Antal Kress erfreuen. Der Künstler aus Bavarz hat auch interessante Stücke der Musikgeschichte hervorgebracht. Heute werde ich mit Akkordeon spielen, also eine halbe Stunde werde ich mit meinem Akkordeon musizieren, was ein bisschen Unterschied ist, weil in den meisten Fällen treten wir mit meiner Frau auf, weil wir singen ungarische Volkslieder. Aber heute, weil heute ist ein Oktoberfest hier in Bayern, deshalb werde ich ein bisschen Oktoberfest-Stimme machen. Aber nicht nur deutsche Oktoberfestlieder oder Musik werde ich spielen, sondern ich möchte ein bisschen eine musikalische Reise machen durch die deutsche Musik. Das bedeutet, ich werde heute ungarische Musik spielen, sowie auch tschechische und slowenische, sogenannte oberkleine Musik und auch österreichische Musik spielen, weil ich finde es wichtig, dass die Leute und die Zuschauer muss ein bisschen wissen, was gehört zu den sogenannten Schwabsene und was ist ein bisschen andere deutsche Musik. In den meisten Fällen wissen die Leute, dass wo gehört dieses Lied, aber manchmal, wenn ich in einem Ball bin, in einem Schwabenball bin, dann sagt jemand, oh, mein beste Schwabmusik ist auf der Autobahn und dann immer sage ich, das gehört nicht zu den Schwabsene, sondern gehört zu den Oberkreine, das sind slowenische und deshalb sage ich immer, das ist kein Problem, also zu den Deutschen gehören, aber ich glaube, das ist gut, wenn man wissen, dass dieses Lied gehört zu den Slowenen, zu den Tschechien oder zu den Österreichern oder egal. Dank der guten Beziehungen zwischen den lokalen deutschen und kroatischen Gemeinden organisieren die in der Region lebenden Volksgruppen das ganze Jahr über mehrere gemeinsame Programme. Egy ilyen településen, amely település attól szerencsés, hogy a magyar mellett két nagyon erős közössége van, a német és a horvát. Ugye ezt a mai Oktoberfestet a németek rendezik, de hát magától értetődik, hogy a horvátok is megmutatják magukat. Amikor egy nemzetiségi rendezvény zajlik, akkor azokra én mindig úgy tekintek, hogy valójában a településeink mutatják meg magukat. A nemzetiségi lét az forrásszerzés is jelent állami költségvetésből a település számára. Teljesen mindegy, hogy éppen melyik rendezi azt az adott rendezvényt.
Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat ebben a háborúban terhelt világban. Alig a Covid után ránk fér minden ilyen ünneplés, mint amit itt ma Birjánban megélhetünk. Nach der Kulturshow erwartet die deutsche nationale Selbstverwaltung von Birján, die Darsteller und die Gäste mit Choralladen.